Herzlich willkommen zum Tutorial zum U-Test. Mein Name ist Aaron Regortz. Ich bin Diplomkaufmann und Bachelor of Science in Psychologie. Und mein Ziel ist es, Ihnen moderne statistische Verfahren ohne viel Mathematik und Formeln so zu erklären, dass Sie sie verstehen und sicher anwenden können. Dieses Tutorial handelt vom Mann-Whitney U-Test, einer nonparametrischen Alternative zum T-Test für zwei unabhängige Stichproben. Dieses Video wird dabei begleitet von Zusatzmaterialien. Zum einen gibt es eine Textfassung des Tutorials, wenn Sie Details nochmal nachlesen wollen oder wenn Sie zitierfähige Quellen brauchen. Zum anderen gibt es eine Anleitung zur Umsetzung in SPSS, sowohl zum Aufruf als auch zur Interpretation des Outputs. Links dazu finden Sie jeweils in der Beschreibung. Zum Inhalt. Zuerst stelle ich Ihnen den Anwendungsbereich des U-Tests dar, dann erkläre ich Ihnen die Funktionsweise, dann geht es um die Voraussetzungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn auch ein nonparametrischer Test hat Voraussetzungen, zwar weniger als andere Tests, aber auf diese wenigen Voraussetzungen muss man achten, weil man sonst auch bei so einem Test falsche Ergebnisse rausbekommt. Und zuletzt geht es darum, wie Sie in SPSS den Test aufrufen, ihn interpretieren und wie Sie die Ergebnisse darstellen. So, zum Anwendungsbereich. Vorweg, es gibt noch einen zweiten Namen für den Test, das ist ein bisschen verwirrend. Der Mann-Whitney-U-Test ist fast identisch mit dem Wilcoxon-Rangsummen-Test. Die Rechenwege sind ein klein bisschen anders, die Ergebnisse sind identisch. Wilcoxon und Mann und Whitney haben relativ zeitgleich unabhängig voneinander diese Tests entwickelt. Der Wilcoxon-Rangsummen-Test darf dabei nicht verwechselt werden mit dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test. Das ist ein Test, der eine Alternative ist zum T-Test für verbundene Stichproben. Der U-Test ist eine Alternative zum T-Test für zwei unabhängige Stichproben. Das heißt, Sie haben zwei Gruppen und wollen gucken, ob die abhängige Variable in den beiden Gruppen sich unterscheidet im Mittel. Für den Anwendungsbereich des U-Tests hilft es sich nochmal anzusehen, welche Voraussetzungen denn der T-Test hat. Erste Voraussetzung beim T-Test: In jeder der beiden Gruppen sind die Werte normal verteilt. Der U-Test hat diese Voraussetzung nicht. Zweite Voraussetzung T-Test, die abhängige Variable ist intervallskaliert. Auch diese Voraussetzung hat der U-Test nicht. Dritte Voraussetzung beim T-Test, Varianzhomogenität, wobei es auch Varianten gibt, die mit unterschiedlichen Varianzen umgehen können. Die Voraussetzung der Varianzhomogenität ist aber auch beim U-Test gegeben. Und die letzte Voraussetzung, der T-Test für unabhängige Stichproben setzt natürlich unabhängige Stichproben voraus, wie der U-Test auch. Also die entscheidenden Punkte: Der U-Test braucht im Gegensatz zum T-Test keine Normalverteilung und der U-Test braucht keine Intervallskalierung, sondern es reicht Ordinalskalierung. So, jetzt zur Funktionsweise des Tests. Basis für den Test sind Ränge statt Werte. Das heißt, es werden nicht die Werte der abhängigen Variable betrachtet, sondern die Ränge im Sinne von kleinster Wert, zweitkleinster Wert und so weiter. Die Schritte bei der Testdurchführung sind dabei: Im ersten Schritt wird die abhängige Variable aufsteigend sortiert. Im zweiten Schritt werden dann Ränge zugewiesen, beginnend mit 1, 2, 3 und so weiter. Dann wird pro Gruppe die Rangsumme ermittelt und daraus ergibt sich dann nachher die Teststatistik. Bei der Rangzuweisung kann es nun passieren, dass zwei Untersuchungseinheiten genau den gleichen Wert auf der abhängigen Variable aufweisen. Das nennt man dann Rangbindung. Das führt dazu, dass dann mittlere Ränge zugewiesen werden. Bis dahin ist es beim Wilcoxon-Rangsummentest und beim U-Test identisch. Bei der Teststatistik unterscheiden sich diese Tests ein wenig. Beim Wilcoxon-Rangsummentest ist einfach die kleinere der beiden Rangsummen die Teststatistik, während beim U-Test die Teststatistik aus der Rangsumme berechnet wird. Schauen wir uns das am konkreten Beispiel mal an. Wir haben hier zwei Gruppen, die wir vergleichen wollen. Es könnte beispielsweise sein, das Einkommen, das typischerweise nicht normal verteilt ist, und die Größe des Strichmännchens soll dann das jeweilige Einkommen repräsentieren. Der erste Schritt: Über beide Gruppen hinweg werden die Werte aufsteigend sortiert. Im zweiten Schritt werden Ränge zugewiesen. Hier sieht man auch den vorhin angesprochenen Sonderfall der Rangbindung.
Wir haben hier zwei Einheiten, die exakt die gleiche Größe haben und deswegen bekommen die einen mittleren Rang. Wir sehen, wenn wir uns die Daten angucken, dass die rote Gruppe deutlich mehr hohe Ränge aufweist und die schwarze Gruppe deutlich mehr niedrige Ränge, was dafür spricht, dass auch im Mittel der Wert in der roten Gruppe höher ist. Ob das aber signifikant ist, ergibt nachher der Test. Als drittes werden die Rangsummen gebildet. In der Gruppe A sind es 31,5, in der Gruppe B 46,5. Daraus ermittelt man jetzt die Teststatistik. Falls Sie wirklich mal in die Situation kommen, dass Sie per Hand den Test auswerten müssten und nicht mit einem Statistikprogramm, empfehle ich Ihnen eher den Wilcoxon-Rangsummentest zu nehmen. Da ist die Teststatistik nämlich einfach die kleinere der beiden Rangsummen, also 31,5. Das vergleicht man jetzt mit dem kritischen Wert. Der ist in diesem Fall beim beidseitigen Test mit Alpha von 5%, jedoch nur 26,0. Erst wenn die Rangsumme der kleineren Gruppe kleiner oder gleich 26 wäre, gäbe es ein signifikantes Ergebnis. Das heißt, hier haben wir keinen signifikanten Unterschied. Neben diesem exakten Test, bei dem die Statistik mit einem genauen Wert der entsprechenden Verteilung verglichen wird, gibt es auch noch einen sogenannten asymptotischen Test. Für ausreichend großen Stichprobenumfang kann man die Teststatistik in einen Z-Wert umrechnen, der dann asymptotisch normal verteilt ist. Ab welcher Stichprobengröße man das machen kann, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt in der Literatur die Position, dass es reicht, wenn in beiden Gruppen jeweils mindestens 6 Einheiten sind. Es gibt auch Publikationen, die sagen, insgesamt über beide Gruppen sollten es mindestens 50 sein. Neben dem P-Wert wollen Sie natürlich auch eine Effektstärke ausweisen. Die Berechnung erfolgt nach dieser Formel. Sie teilen den Z-Wert, den SPSS auch immer mit ausweist, durch die Wurzel der gesamten Stichprobengröße aus beiden Gruppen. Und dieser Wert entspricht einem Korrelationskoeffizienten, was den Vorteil hat, Sie können die üblichen Effektstärke-Konventionen darauf anwenden. Also Punkt 50 als starken Effekt, Punkt 30 als mittleren Effekt und Punkt 10 als schwachen Effekt. Kommen wir zu den Voraussetzungen des Tests. Um die zu verstehen, müssen wir uns die Nullhypothese angucken. Die Nullhypothese beim U-Test ist, dass beide Gruppen aus der gleichen Grundgesamtheit stammen. Entscheidend ist, die Nullhypothese heißt nicht, dass die Mittelwerte beider Gruppen gleich sind. Was heißt jetzt gleiche Grundgesamtheit? Damit beide Gruppen aus der gleichen Grundgesamtheit gezogen sind, müssen beide den gleichen Mittelwert aufweisen. Das ist ja das, was uns interessiert. Es müssen aber auch beide Gruppen die gleiche Streuung aufweisen. Und beide Gruppen müssen die gleiche Form aufweisen. Also beispielsweise beide recht schief. Das Problem für den Einsatz ist jetzt, der U-Test kann signifikant werden, wenn nur eine der drei folgenden Fälle eintritt. Er kann signifikant werden bei ungleichen Mittelwerten. Das wollen wir, genau das wollen wir ja untersuchen. Aber er kann auch signifikant werden bei ungleicher Streuung in beiden Gruppen, selbst bei gleichem Mittelwert. Und der U-Test kann auch signifikant werden, wenn die Form der Verteilung in beiden Gruppen unterschiedlich ist. Daraus ergeben sich die Voraussetzungen, wenn Sie den U-Test einsetzen wollen, um Mittelwerte von zwei Gruppen zu vergleichen. Sie müssen vorher sicherstellen, dass in beiden Gruppen die gleiche Streuung ist und dass in beiden Gruppen die Verteilung die gleiche Form hat. Weil wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann gibt es nur noch eine mögliche Erklärung für ein signifikantes Testergebnis, nämlich dass die Mittelwerte sich unterscheiden. Insofern sind das die beiden wichtigsten Voraussetzungen für den U-Test, die Sie immer erst prüfen müssen, bevor Sie den U-Test einsetzen. Sonst kriegen Sie unter Umständen ein signifikantes Ergebnis, obwohl sich die Gruppenmittelwerte überhaupt nicht unterscheiden. Neben diesen beiden Voraussetzungen ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass die Untersuchungseinheiten in jeder Gruppe unabhängig gezogen worden sind.
Das gilt aber eigentlich für fast jeden normalen statistischen Test. Wie prüfen Sie die Voraussetzungen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein QQ-Plot, bei dem die Quantile beider Gruppen miteinander verglichen werden. Das Problem ist nur, dass SPSS das zum jetzigen Stand nicht macht. Es gibt zwar QQ-Plots, aber das sind Plots, bei denen man eine Verteilung mit zum Beispiel einer Normalverteilung vergleicht, aber eben nicht ein QQ-Plot zweier Gruppen. Man kann das über irgendwelche Plugins und Integration von R lösen. Wenn Sie aber jetzt nur einmalig den U-Test anwenden für irgendeine Abschlussarbeit, lohnt es diesen Aufwand eigentlich nicht. Die zweite Möglichkeit zur Prüfung der Voraussetzung ist, dass Sie einfach die Histogramme der beiden Gruppen miteinander vergleichen. Das machen wir in diesem einfachen Beispiel. Wir haben zwei Gruppen mit den entsprechenden Histogrammen. Zuerst gucken wir uns die Streuung an. Wir sehen, in beiden Fällen umfasst die Spannweite ungefähr 10. Kann man sagen, ja, Streuung ist ungefähr gleich. Als zweites gucken wir uns die Form an und wir sehen auf den ersten Blick, die Form ist ungleich. Wir haben oben eine rechts schiefe Verteilung oder auch links steile Verteilung genannt und unten haben wir eine links schiefe Verteilung. Das heißt, im Fall dieser Verteilung dürfen wir den U-Test nicht anwenden, um Mittelwerte zu vergleichen, weil allein schon die Unterschiede in der Form der Verteilung mit dazu führen können, dass der U-Test eher zu signifikanten Ergebnissen führt. Was machen Sie, wenn die Voraussetzungen verletzt sind? Da gibt es im Wesentlichen drei weitere Auswege. Sie können versuchen, ob Sie doch mit einem T-Test arbeiten können, mit Transformation der abhängigen Variable. Das geht natürlich nur dann, wenn das Problem die Normalverteilung ist und nicht, wenn Sie den U-Test einsetzen, weil Sie nur ordinalskalierte Daten haben. Die zweite Möglichkeit ist, den Median-Test einzusetzen. Der hat deutlich weniger Voraussetzungen als der U-Test, hat aber auch eine sehr viel schlechtere Teststärke. Und der dritte Ansatz, das geht aber auch nur, wenn der Grund die Normalverteilungsannahme ist, ist der Einsatz von Bootstrapping beim T-Test. Schauen wir uns jetzt an, wie Sie in SPSS den Test anwenden können. Zum Aufruf in SPSS habe ich eine entsprechende Anleitung geschrieben, die Sie als PDF sich runterladen können. Und zwar sowohl darüber, wie Sie über die Menüs den Test aufrufen, als auch mit einer entsprechenden Syntax. Das gleiche gilt für die Interpretation des SPSS-Output. Auch dazu finden Sie eine Anleitung als PDF zum Runterladen. Dabei bekommen Sie einige Beispiele und dann Übungsaufgaben, wo Sie den Output aus SPSS sehen und dann schrittweise lernen, welche Felder aus dem SPSS-Output Sie sich in welcher Reihenfolge anschauen müssen und wie Sie die interpretieren müssen. Ein Muster für die Ergebnisdarstellung eines U-Tests habe ich in der Textfassung zu diesem Tutorial aufgeschrieben. Beim Berichten ist eine Frage noch wichtig. Berichten Sie mit dem U-Test den Median oder das arithmetische Mittel? Wenn Sie ordinalskalierte Daten haben, können Sie nur den Median berichten. Wenn der Grund des Einsatzes für den U-Test aber die verletzte Normalverteilungsannahme ist, kämen im Prinzip beides in Frage. In dem Fall gibt es für beides Argumente, es spricht ein bisschen mehr für den Median. Damit bin ich am Ende dieses Tutorials. Ich hoffe, das Video war hilfreich für Sie. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie das Video auf YouTube liken oder kommentieren oder auf Facebook teilen, damit es auch für andere besser sichtbar wird. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auswertungen. Wenn Sie noch weitergehenden Informationsbedarf haben, meine Angebote für Statistikberatung und Statistiknachhilfe finden Sie auf meiner Internetseite.